So Leute, ihr merkt, ich habe in letzter Zeit richtig wieder den Hype auf die ganzen 2019er Booster. Das liegt daran, weil ich bei den 2020er Boostern echt keinen Bock habe irgendwie. Ich glaube, ich werde alt und nostalgisch. Deshalb gucken wir uns jetzt Teros Beyond Death an. Ein Set, das damals erstmal jeden Value verloren hat, das es jemals hatte. Und danach dann erst wieder hochgehypt wurde, dank Uro und Croxa. Ich glaube, das sind auch die einzigen beiden Karten, die aktuell noch richtig hart an Wert haben. Die anderen haben sich leider nicht erholt. Naja, gucken wir uns trotzdem an, wie wir in dem griechischen Mythos weitergehen. Rumbling Sentry. 5 Mana 3-6, wenn er ins Spielfeld kommt, Scry 1. Was Farikas Libation. 3 Mana Instant. Ein Gegner opfert eine Kreatur oder eine Verzauberung. Ein schwarzer Verzauberungsremoval. Wow, wusste ich gar nicht. Wrap in Flames. 4 Mana Sorcery fügt jeder bis zu 3 Kreaturen jeweils einen Schaden zu. Und diese Kreaturen kann ich blocken. Sentinel Eye. 1 Mana Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1. Und Wachsamkeit. Und man kann die für ein farbloses, ein weißes Mana und 2 Karten, die man aus dem Friedhof exilt, aus dem Friedhof casten. Super strong im Limited. Final Flare. 3 Mana, als zusätzliche Kosten, opfert man eine Kreatur der Verzauberung, fügt 5 Schaden zu. Für ein Artefakt muss man nur 2 Mana zahlen. Hyrax Tower Scout. 3 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, enttappt man eine Kreatur. Okay. Revoke Existence. 2 Mana Sorcery, man exiliert ein Artefakt oder eine Verzauberung. Sehr coole Karte. Venomous Hierophant. 4 Mana 3-3 Death Touch. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, legt man die obersten 3 Karten seiner Bibliothek in seinen Friedhof. Okay. Stern Dismissal. Missile. 1 Mana Instant, man bringt eine Kreatur oder Verzauberung, die ein Gegner kontrolliert, sogar auf die Hand. Okay. Incendiary Oracle. 2 Mana 2-2. Der kriegt +1/+0 für 2 Mana. Das ist schon mal nicht so geil. Und wenn eine Kreatur stirbt, die von ihm Schaden zugefügt bekommen hat, wird die exiliert, statt auf den Friedhof gelegt zu werden, wenn sie stirbt. Shoal Kraken. Okay. 5 Mana 3-5 mit Constellation. Immer wenn eine Verzauberung oder Oracle ins Spiel kommt, könnt ihr eine Karte ziehen. Wenn ihr es tut, wirft ihr eine Karte ab. Greg into the Underworld. 4 Mana Instant. Dieser Zauber kostet x Mana weniger, also vom Farblosen, wobei x die Worte zu schwarz ist, zerstört eine Kreatur. Sehr stark. Kann halt für 2 Mana eine Kreatur zerstören, wenn man eine 2 schwarze Mana hat. Nicht schlecht. Hateful Eidolon. Ich habe den Rahmen gesehen. Ich war gerade so, wie jetzt Constellation, was? Also es gibt ja noch Constellation Cards, also das kann ich für die richtig heißen. 1 Mana 1-2 Lifelink. Immer wenn eine verzauberte Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, zieht ihr für jede Aura, die da drauf war, eine Karte. Und unser Rare ist Elspeth Conquers Death. 5 Mana Saga. Die Saga sind auch so eine. Da bin ich nie hintergestiegen. Wenn sie ins Spielfeld kommt, oder nach der Draw Step, bevor der Upkeep, nach der Upkeep, nachdem man gezogen hat, bevor der Main Step, kommt da ein Lore Counter drauf. Bedeutet, es kommt ins Spiel und man exiliert ein permanentes Mana kosten 3 oder höher. Danach, nicht Kreaturenzauber auf dem Gegner kosten 2 Mana mehr. Danach returnt man eine Kreatur dann Planeswalker aus dem Friedhof zurück auf die Feld. Es kriegt eine +1/+1 Marke oder einen Loyalty-Counter und dann wird die geopfert. Ja. Dann der obligatorische Pokémon-Energiekarten-Swamp und No Tables Required. Ja, das war damals sogar wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.